Hallo zusammen, es ist mal wieder Zeit für den DAU. Wir haben den 26. Oktober und es ist kurz vor 10, 59. Und dann nutze ich mal den Vormittag, solange der DAU noch nicht wirklich handelt, und gehe den mal durch. Also, auf einen Blick. Die Bänder gehen weiter auf. Wir haben ein All-Time-High gemacht, heimlich, still und leise. Ja, jeder guckt auf Tesla und Apple und was alles da los ist. Ja, und der DAU macht hier heimlich, still und leise ein neues High. Bänder gehen auf, gehen heftig auf. Von daher habe ich keinen Grund zu glauben, dass wir hier irgendwo jetzt erstmal eine Bremse haben. Das passiert dann erst, wenn das der Bewegung entgegengesetzte Band ein bisschen die Richtung ändert. Das ist aber nicht der Fall. Ja, wir sind hoch über das MACD, aber da ist kein Verkaufssignal, gar nichts, genauso wenig im Oszillator. Der sieht gut aus. Das ist hoch. Ich glaube, es ist viel zu früh, das zu shorten. Naja, viel zu früh sollte ich nicht sagen, aber es ist zu früh, den zu shorten. Gucken wir mal spaßeshalber auf die Woche. Die Woche ist nämlich auch noch positiv über das MACD, über die Stochastik, und das sind super enge Bänder. Letztendlich ist der hier seit dem 12.04.21 ist in so einem Chill-Modus. Das ist nichts anderes als eine ziemlich breite Seitwärtsrange mit sehr, sehr engen Bändern, und das stellt er sich jetzt an und will das obere brechen. Und das obere ist bei 35.000, Entschuldigung, bei 36.070. Das ist nicht mehr weit weg. Ja, momentan, vorbörslich, ist er bei 35.803. Also das sieht auch wöchentlich okay aus. Jetzt machen wir nochmal den Monat. Da ist ein bisschen anders. Auch hier sind die Bänder extrem weit. Aber das untere dreht schon. Das letzte Mal waren die so weit, da hatten wir die Lehman-Geschichte. Das hier war ein Crash nach unten. Und genau genommen muss man das so formulieren, das ist ein Crash nach oben. Also die Bänder sind sehr weit. Wir werden hier ein bisschen weicher über das MACD. Das kommt durch diese Seitwärtsphase. Und wir sind noch nicht negativ über den Oszillator. Meines Erachtens nach hat der DAU durchaus noch Platz so an die 38.000. Also ich sehe nicht, dass man da jetzt schon irgendwie großartig short gehen muss. Nö, das ist in Ordnung. Ich warte, bis hier unten das Signal bekomme. Bis hier unten das untere Band nach oben dreht. Da gucke ich drauf. Ich habe euch Scheine mitgebracht. Und zwar lege ich den, wir sind jetzt hier wieder im Tageschart, lege ich den hier drunter, unter den 34.105, den Call. Ich will nicht so viel näher dran gehen. Das ist, ja, nee, das bringt sich. Ja. Bin ich der Meinung. Und zwar habe ich diesen hier, 34.019. Der hat immerhin noch einen 20er Hebel, das ist keine kleine Option. Und dieser Schein ist ein Open-End-Schein, hat die Kennnummer GX2G4F. Ja, ich denke, das ist eine passende Option für weiter steigende Preise. Beim Short. Tja, mit dem 20er Hebel wäre ich gerade mal bei 37.600. Das ist mir zu nah. Das ist mir zu nah. Da muss ich den Hebel runternehmen. Und das mache ich auch erst. Die gehe ich ein, wenn wirklich das untere Band die Richtung ändert. Vorher noch nicht. Aber ich lege mir auf die Watchlist und da habe ich hier einen 38.500er. Das ist ein 13er Hebel. Der wird natürlich größer, wenn der DAU jetzt noch ein bisschen steigt. Und das ist die GH60 Theodor Siegfried. GH60 TS. 38.553. Aber erstmal nur auf die Watchlist und warten. Also ich finde, der sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen. Der sieht echt ganz gut aus. Ich wünsche ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.